Heute ist richtig gut. Heute bin ich Joko und Klaas in einer Person. Ich bin Klaas und hier ist... Joko Winterscheid ist mein Name, hallo. Ja, und deswegen können wir jetzt praktisch zusammen irgendwo anrufen. Und ich mache jetzt so Dinge, von denen ich weiß, dass Joko sie einfach gut findet. Und vielleicht schaffen wir es ja für den nächsten Urlaub von Joko eine Yacht zu chartern. So, da rufen wir jetzt mal an beim Yachtcharter. So. Yachtcharter, was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, hallo, hier ist Joko Winterscheid ist mein Name, hallo. Ja, hallo. Was kann ich für Sie tun? Premium heißt das in diesem Bereich, ne, wenn es richtig gut ist. Alles klar. Ja, und was kann ich für Sie tun? Wo soll die Reise für mich hingehen? Ja, wo geht sie denn hin? Was haben Sie sich ausgesucht? Du bist gerade wo? In Aachen. Also mit jemandem Verantwortlichen würde ich gerne sprechen. Die sind leider außer Haus. Die kommen erst wieder morgen wieder. Ach, scheiße. Jetzt, ja, heute ist keiner weiter im Büro. Wahnsinn. Ja. Also denn. Soll ich irgendwas ausrichten? Nein, null. Du hast mir so einen schwarzen Umhang geschickt. Ich hab dir einen schwarzen Umhang geschickt? Und da sind zwei Saugnäpfe dabei. Aha. Das. Halt, stopp, jetzt rede ich. Mhm. Ich kann's nicht, ne? Ich kann mir keine Namen merken. Ich weiß nicht warum. Deinen Nachnamen weiß ich, deinen Vornamen wollte ich wissen. Von rufen Sie denn an? Was für einen Umhang meinen Sie denn? Und da sind zwei Saugnäpfe dabei. Und das kam von uns? Ja. Dann melden Sie sich Montag nochmal, ja? Nein. Warum nicht? Ja. Geben Sie mir ein bisschen Zeit, ich rufe Sie an. Wiederhören, würde ich sagen. Ja, dann auf Wiedersehen. Ja. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir nochmal angerufen? Bei der Yacht! Wir haben keine Yacht! So, jetzt machen wir mal für Joko meine sogenannte außerkörperliche Erfahrung. Das ist, das hat was Transzendentales jetzt hier. Joko ist ja schon auch, also der ist halt empfänglich für so zwischenweltliche Sachen. Also der gruselt sich schnell und so. Und ich glaube, wenn er sich jetzt selber anruft, da kann er erstmal einen Tag lang nicht mehr pennen. Schönen guten Tag, hallo, hier ist Joko Winterscheid ist mein Name, hallo. Du hallo? Bist gerade wo? Ich bin zu Hause, und wo bist du? Hallo, wer ist denn da? Joko Winterscheid ist mein Name, hallo. Das kann ja nicht sein, ich bin ja... mein Herz schlägt ganz schnell. Ich kann's nicht, ne? Ich kann mir keine Namen merken. Ich weiß nicht warum. Deinen Nachnamen weiß ich, deinen Vornamen wollte ich wissen. Ja, finde ich gut. Nein, Mann, deinen Vornamen weiß ich, den Nachnamen wollte ich wissen. Winterscheid. Ja. Ja, genau. Ja, wir sind alle nackt, ist in Ordnung. Bitte? Ja, wir sind alle nackt, ist in Ordnung. Nee, bin ich nicht. Ah, mir ist heiß. Ich würde gerne einen kürzeren Hals haben. Ja, bin ich. Ich übrigens auch. Das verstehe ich nicht. Ja, ich habe einen sehr langen Hals, deswegen. Ach, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Das macht es unnötig kompliziert. Ja, da hast du Lachen, ne? Du hast mir so einen schwarzen Umhang geschickt. Ich dir? Ganz sicher nicht. Ja. Ja. Und da sind zwei gut. Saugnäpfe dabei. Du bist ein richtig perverses Schwein. Weißt du? Geben Sie mir ein bisschen Zeit, ich rufe Sie an. Ja. Ach, scheiße. Kann ich den Klaas mal kurz sprechen?
Nein. Das glaube ich euch, wie dämlich ich bin. Das ist eine Nummer aus der Firma, die mich anruft und ich rede mit mir selber. Wer außer Klassenfahrer Umlauf hat so viel Zeit, sich mit so einem Schwachsinn auseinanderzusetzen, dass er sich die Freude macht, aus einem wahrscheinlich Podcast von dem, was ich da gerade eben gehört habe, mit Paul, sich Snippets auszuschneiden und mich selber damit anzurufen? Dann würde ich jetzt einfach. Tschüss, Joko, tschüss! Tschüss, mein Freund. Bis tschüss, bald. Mein Freund. Schönes Wochenende. Ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Ruf den anderen, sorry. Nass geschwitzt voll Lachen. Das war witzig, oder?